Herr Wiedering, Sie sind der Einsatzleiter der Feuerwehr Sulz. Wir befinden uns hier an einer Unfallstelle auf der Treiterstraße. Sie wurden hier zu einem schweren Verkehrsunfall gerufen. Was haben Sie denn bei Ihrem Eintreffen vorgefunden und welche Aufgaben hatte die Feuerwehr hier auch zu erledigen? Bei unserem Eintreffen war folgendes Ausmaß. Wir haben einen Verkehrsunfall vorgesehen mit Personenschaden, ein Auto auf dem Dachgelände bzw. auf die Seite. Die Aufgabe von der Feuerwehr Sulz war der Brandschutz. Die Aufgabe der Feuerwehr Rankwell war, die verletzte und mitgedämmte Personen zum Freien bzw. zum Bergen. Kann man was sagen zu dem Zustand der Verletzten, beziehungsweise mussten die mit der Bergeschere befreit werden? Waren da Personen eingeklemmt? Zwei Personen waren eingeklemmt, aber mit der Bergeschere befreien müssen. Eine Person hat es leider nicht überlebt, ist im Unfall verstorben. Die zweite Person ist im Krankenhaus, wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Die dritte Person wurde auch ins Krankenhaus eingeliefert, war nicht eingeklemmt. Abschließend vielleicht noch kurz, haben Sie Übersicht, wie viele Einsatzkräfte denn hier vor Ort im Einsatz waren? Es ist die Feuerwehr Rankwell mit 3 Fahrzeugen. Circa 20 Mann, Feuerwehr Sulz mit 2 Fahrzeugen, 15 Mann und Rettung und Rotkreuz mit 5 Fahrzeugen und 10 Mann.